Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Titan Quest Anniversary Edition mit Atlantis und so das andere, dem anderen Add-on und dem Mod Shadow Champions. Das ist ein Mod, der fügt ganz neue Skills ein, also alle Klassen sind weg und neue Klassen sind dazugekommen, darunter einen Aquamancer, der mit Wasser angreift und so Massebeschwörungen hat. Dann, was ist die Musik jetzt gerade weg? Hallo? Mach wieder Musik an. Und, es läuft nicht immer so gut, das Spiel. Zum Beispiel Stein gibt's, dann gibt es Dämonen und, Bogenschütze und so. Die Musik ist irgendwie ausgefallen, komisch. Jo, und das Spiel wurde noch ein bisschen angepasst, also Items wurden angepasst an die Bonis, die Skills und so. Neue Unix, Legendary, epische und Legendary Items. Und zum Beispiel ist das Spiel einfach ein bisschen schneller, die Summonens sind sofort aggressiv, auch wenn das irgendwie nicht gerade so gut klappt. Ich kann ja später einmal noch kurz einen anderen Charakter zeigen, der ist Beschwörer auf Wasser, also auf Aqua. Und auf Konstruktion, genau, das ist auch noch ein Ding. Also legen wir los. Ich mache mal kurz den Heizung hier hin. Damit ich schneller immer drauf zugreifen kann. So. Dann machen wir noch die Items kurz an. Das Spiel hat Startprobleme bei mir. Ich habe recht lange warten müssen, bis Steam endlich das Spiel gestartet hat. Und nach dem Spiel stürzt einfach komplett Steam ab. Dann muss ich das Steam immer manuell beenden und wieder starten. Das sind so die Probleme, die Anniversary Edition hat. Und außerdem sind halt manche Sachen, die in neueren Hack-and-Slay-Titeln drin sind, noch nicht hier drin. Also die Entwickler machen kam was jetzt momentan. Ein Patch kam erst kürzlich raus, aber das waren nur Bugfixes. Einen schönen Tag. Und ja, ich werde da ein paar Items benutzen, weil ich werde eine Klasse nehmen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Die werde ich dann einfach wieder Level 2 wählen. Weil ich denke, ich möchte lieber so ein bisschen einen lockeren Spielstil haben, als einen gestressten, wie beim Beschwörer. Das sind die da muss ich die ganze Zeit immer wieder ausweichen und so, weil die Beschwörungen die ganze Zeit irgendwelchen Gegner hinterherlaufen und mich nicht beschützen und so weiter. Deshalb habe ich gedacht, ja, ich mache doch lieber einen bescheideneren Bild, aber einen, der eigentlich auch ein bisschen interessant ist. Was es wird, also welche zwei Klassen wir wählen, also zuerst Klasse wählen, das werden wir gleich sehen. Auf Level 8 können wir dann die zweite Klasse wählen. Und dann nehme ich einen, der relativ gut dazu passt. Auch wenn, sagen wir, Elemente nicht gerade so zusammenpassen. Also zum Beispiel Feuer und Wasser passen ja nicht so gut zusammen. Aber es ist etwas anderes. Das ist nicht Aqua. Ich werde nicht Aqua nehmen. Ich werde auch nicht Berserker oder so. Ich weiß genau, wie die Klasse heißt, mit einem Krieger, mit einem Zwei-Waffen-Kampf. Und dem anderen, das war ein Bogenschütze oder so, werde ich nicht nehmen. Außerdem werde ich anfangs keinen Magier nehmen. Tut mir leid für die, die natürlich Magier-Fans sind, aber das ist immer ein bisschen schwer bei Mods, weil die Mods relativ unausbalanciert sind. Anfangs kann man da nicht gleich mit einem Magier starten und keine Mana-Probleme haben oder keine defensive Probleme haben und so weiter. Jetzt ist das Problem, ich bin noch nicht Level. Ich müsste eigentlich ein bisschen mehr leveln. Aber der Boss hier ist viel leichter in diesem Mod. Aus irgendwelchen Gründen haben sie den leichter gemacht. Ja, okay, wenn man Schaden könnte, machen könnte. Aua. Jetzt bist du eingesperrt, hä? Ja, grüß dich. Eingesperrt, das wie ist. Einfach mal auf der Taste bleiben.
Ja, wir machen sehr wenig Schaden mit dem Hauptangriff, deshalb ja. Also mit den Beschwörungen, mit den Wasserteilen aus dem Aquabaum. Also Sirenen heißen sie, glaube ich. Die haben den in Sekunden down gemacht. Die sind wirklich auf Level 1 schon echt stark, aber halt sehr squishy. Also die halten nicht viel aus. So, dann haben wir da mal ein paar Items, aber leider recht viele Reise-Items. So, wir gehen auf Stärke. Wir nehmen, ja, einen Krieger. So, hier sind die Bäume. Ah, Barbarismen ist es genau, nicht Berserker. Time ist interessant. Necromancer gefällt mir nicht so, weil die Minions immer nur 80 Sekunden oder so halten. Chaos ist geil. Aber wir nehmen... Wo ist das? Hä? Wo ist meine Klasse? Ah, Life-Giving ist es. Tönt nach Supporter ist es auch ein bisschen. Ist eine Support-Klasse sozusagen. Aber mir gefällt hier Fiery Strikes so cool, gut. Was ist Fiery Strikes? Das ist ein Magieangriff hier scheinbar. Könnten auch einen Magier machen. Life-Giving Magier. Wieso minus 300% Feuerschaden? Das verstehe ich nicht. Der Mod wird in der Vollversion, also wenn der Mod recht gut draußen ist, auf Deutsch übersetzt. Aber bis jetzt ist es leider noch nicht Deutsch. Sollen wir anfangen mit der zweiten Klasse? Weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfordert hier, etwas Starkes zu finden. Ja, Leben natürlich. Ein bisschen Heilung können wir auch noch machen. Es wäre schon gut, wenn wir einfach viel aushalten könnten. Weil ich eher der offensive Spieler bin, habe ich lieber Tanky-Klassen, dass ich da noch offensiver sein kann. Ohne dass ich da Gedanken machen muss um mein Leben. Aber, es tut zweimal, wenn man in Melee-Reichweite ist. Also ich weiß jetzt, es ist nämlich Aufladezeit, das ist nicht so gut. Also ich möchte eigentlich den Angriff nicht nutzen, weil ich immer Probleme habe mit dem Einteilen der Abklingzeiten. Ich bin immer zu schnell wieder drauf. Entfällt ich nämlich auch einen Dreizackkrieger. So. Hier, mach den Trident. Ist eigentlich ziemlich nice. Ist nicht so gut Benutzungswahrscheinlichkeit. Das eigentlich auch nicht. Ah, der Summon-Water-Speed war erst später, aber der hat das anders. Es war. Es war, glaube ich, Mark of the Trident, den so schnell besiegt hat. Ah, hier, Oceanic Might war es. So zwei, drei Angriffe und der war da. Echt stark. Aber es hat Magie. Diese reduzierte Rüstung. Manche Sachen verstehe ich nicht gerade so in diesem Mod, aber ich werde, denke ich mal, Steinwasser nehmen. Steinwasser wäre doch cool. Ich weiß es nicht. Was ist Dreizack? Das ist doch nicht Zweihand, das ist Einhand. Also Speer ist Einhandwaffe. Was sollen wir tun? Wir schauen mal Stein an, also Geomancy. Geomancy heißt Geometrie, also Geologie. Und Aftershock. Schildblock ist natürlich gut. Wenn wir auch Schilde tragen, eine Aura wäre auch nicht schlecht. Das sind einfach komische Angriffe und so. Also es ist ein relativ schwer Mod vom Verstehen des Skills. Also ich
habe da noch ein bisschen Probleme, aber komm. Oh, Meteorit. Ja, das hat auch Magie. Das ist so nervig. 24 Sekunden Aufladezeit und 2 Sekunden Dauer. Ich werde, denke ich, schon Stein nehmen, aber es hat wenig Skills, die uns wirklich was bringen. Müssen wir schauen, ob wir alles voll skillen können am Schluss. Ja, dann nehmen wir den Golem einfach buff, also skillen. Ja, ich muss unbedingt nach vorne gehen. Das geht es einfach nicht. So, also Speere. Haben wir Speere? Wir haben gar keine Speere. Also wir müssen einfach die Speere nehmen, die wir finden. Und nicht die, die ich beim anderen Charakter gestern noch ein bisschen gefarmt habe. Weil so unvorbereitet wollte ich das Let's Play nicht beginnen, weil es schon ein bisschen schwer ist manchmal. Sei gegrüßt, der Schaden so richtig Reisender. Fett reinkommt. Du kannst deine Sachen bei mir lagern. So. Wir haben keinen Speer, wir haben Todesklinge, Sehenschlitz. Ja, dann zeige ich euch jetzt genau noch den anderen Charakter. Und tun hier mal noch alles ausnehmen für Low Level, damit wir wieder Platz haben. Ne, Intelligenz brauchen wir nicht. Die könnte ich eigentlich sofort rauslegen. Geschicklichkeit, ja, Energie ist wichtig. Ja, und Regeneration, Energieregeneration ist natürlich auch wichtig. Und sonst? Ja, können wir tragen. Und hier eine Aura. Das ist so geil, mit 10 Gesamtgeschwindigkeit. Einfach so eine Aura, die, ja, glaube ich, nicht mal Magie abzieht. Also nicht mal Mana reserviert. Und hier Obsidian am Schienen, sehr wichtig für unser Bild. Ja, okay. Also. Gehen wir gleich mal kurz zum Summoner. Shadow Champions. Ihr müsst schauen, dass ihr immer die Map auswählt, Shadow Champions, nicht die kleinen. Weil wenn ihr das macht oder das Hauptspiel startet, dann sind die Items weg und so weiter. Also das sind die kleinen Sirenen. Und die greifen so mit einem Schuss an. Ich glaube, Eissplitter hieß der Spell damals. Also kurz schauen, wo da ein Gegner ist. Greif an. Er zeigt den Schuss auch. Nicht den Schuss. Ja, auch nicht den. Da ist der Schuss. Okay. Kann man irgendwie noch ein bisschen schneller machen, oder ist das einfach doch das Gebiet nicht? Die machen so viel Schaden. Halten halt so Sternegegner nicht immer so sofort aus und so weiter. Aber zum Beispiel der Heldenmonster, das hat einfach gar nichts gemacht. Also falls ihr ein Anfang-Item-Suchbild wollt, dann ja diese kleinen Teile, Sirenen. So, jetzt schauen wir noch wegen einem Speer, aber ich glaube, ich habe noch keinen gefunden. Mit diesem Sirenenbild werde ich dann noch ein bisschen farmen, weil das Spiel ja, abstürzt. Machen wir wieder an. Wenn es gehen würde, kurzen Moment, ich kann halt nicht schneiden momentan. Ja, Steam ist gerade wieder abgestürzt. Einfach kurzen Moment. Ihr seht ja unten den Balken unter dem Video, wo es wieder weitergeht. Einfach bis dorthin spulen. Dann geht's. Aber das Spiel ist sowas von asynchron, also ja, schlecht portiert auf Steam. Damals die CD-Version ist nie abgestürzt. Und jetzt die Anniversary Edition stürzt immer wieder ab. Also nicht immer, also ja, das ist jetzt das dritte Mal seit gestern Morgen. Und halt, ja, Steam keine Rückmeldung. Muss mal kurz Steam neu starten. Ja, das ist nicht so gut, ey. Das ist leider nicht so gut. Jetzt muss ich ja das Projekt auch wieder wegmachen. Also
kann ich einfach momentan nicht so weitermachen, aber ich denke, das geht schon. Einfach diese Unterbrüche müssen halt sein, weil ich das nicht hier ausschneiden kann. Die Programme einfach die ganze Zeit abstürzen oder lecken, wenn ich etwas schneide, einfach viel zu langsam sind und für einen Vollpreis Videobearbeitungsprogramm habe ich einfach kein Geld. So, geht gleich weiter. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man zu viele Charakter nimmt. Also immer, wenn ihr zwei Charakter wechselt, also auf zwei verschiedene Charakter geht, dann mal kurz das Game neu starten, sonst stürzt es ab und reagiert nicht mehr und hat Probleme beim Starten jetzt wieder. Da steht, Titan Quest Edition wird gestartet und dann, ja, passiert einfach gerade kurz einen Moment nichts. Geht gleich wieder. Ich hoffe es jedenfalls. Nein, nicht schon wieder abstürzen, Steam. Ja, das Spiel, ey. Es gibt ja dieses neue Entwicklerstudio, das sehen wir jetzt gerade, wenn das Spiel startet. Und das muss einfach mehr machen. Es ist THQ Nordic, der Publisher. Ist ja relativ gut. Aber, das Iron Lore ist der Entwickler vom Spiel. Und der hat es ja, sage ich jetzt gerade nicht mehr so. Ich gehört habe, so soll das. Ah, Pieces Interactive ist wahrscheinlich der neue Entwickler. So. Also jetzt hoffen wir, dass das einfach zweimal hintereinander geht. Mit dem Mulen. Oder ja, komm, wir gehen direkt wieder rein. Ich werde den Speer dann nachholen, okay? Aber momentan ist es sowieso ein bisschen unstabiler als gestern. Gestern war es eigentlich stabiler. So, was haben wir? Wir haben einen Angriff jetzt. Ne, wir haben den Angriff nicht. Das ist ein automatisch passiv. Oder man muss jetzt den Speer einfach verwenden. Da wir ja sowieso relativ stärker sind. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht ein Speer gäbe. Kaufe dir hier, was du brauchst. Also schauen wir mal. Das ist natürlich besser. Das brauchen wir ja. Das ist Intelligenz weg. 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 Und ja, ausrüsten müssen wir nicht. Auf Wiedersehen. Also es fühlt sich immer ein bisschen leicht an wegen der Overpowerkeit von manchen Angriffen. Aber erwartet nicht zu viel Support. Der Mod wird schon noch schwer. Wir führten unsere Okay, machen wir nur noch gelb, abgelbe Items. Und, ja, ihr seht, die Geschwindigkeit ist eigentlich ziemlich schneller. Sieht auch. Hä, wieso kann man den Gegner nicht so gut so anvisieren? Erfahrungsschein, sehr gut. Gehen wir gleich mal runter mit dem Erfahrungsschein. Also alles Neue ist eigentlich Englisch, oder? Das Spiel ist natürlich auf Deutsch gestellt. Und ja, wir sind angekommen mit dem Boot an diesem Hafen am Start. Und das Dorf braucht unbedingt Hilfe bei einem Schamanen Satyr. Und den haben wir besiegt vor dem Absturz. Und jetzt müssen wir zu den Spartanern und denen Bescheid sagen wegen Götter, die eventuell gefangen genommen werden wurden von Titanen. Deshalb Titan Quest, eine Quest über Titanen. Titanen auf Deutsch. Und jetzt sind wir gerade hier bei Satyren, das sind Ziegenmenschen. So. Und das Spiel erinnert extremst an Diablo 2 natürlich, hat aber eben die neuen Sachen nicht dabei, von zum Beispiel Waffenwechsel und so weiter. Aber dank der freien Mod-Community, Mod-Tools und so Sachen, was wirklich ein super Mod-Tool ist übrigens, also unbedingt empfehlen, mal ein bisschen reinzuschauen und ein bisschen zu
designen etwas, oder? Also Skills designen, so. Geht relativ viel besser als bei Diablo 2 oder Grim Dawn und so weiter. Okay, Grim Dawn ist auch noch gut, klar. Aber glaube ich noch nicht so weit, oder? Ja, macht mir einfach nicht so viel Spaß zu modden wie jetzt Titan Quest. Weil Titan Quest schön smooth, relativ leicht ist und Titan Quest, Grim Dawn einfach mehr ein bisschen mehr Sorgen macht, also ein bisschen mehr meine Gehirnareale anspornen, weil die Gegner nicht so leicht, nicht so gemütlich sind und so weiter. Das ist bei Path of Exile auch. Ich mag Path of Exile und Grim Dawn nicht so gerne wie jetzt zum Beispiel eher ältere, wie zum Beispiel Titan Quest oder Last Epoch. Last Epoch ist auch ein super Spiel. Von diesem Genre Hack and Slay Action Rollenspiel. Ja. So, geht ja relativ gut. Ich hoffe, der Sound ist relativ genug laut. Ich habe schon getestet, aber ich höre zu wenig. Ihr hört wahrscheinlich schon genug. Falls zu laut wurde, dann ist das Sound. Ich höre wenigstens jetzt die Gegner ein bisschen schreien. Weil ich habe automatisch gerne auch ein bisschen leiser als ihr. Ich mache die Videos eigentlich immer relativ auf geringer Lautstärke. So, dass ich noch relativ gut höre, aber dass meine Ohren... Weil ich habe eine bestimmte Krankheit. ADHS, also Asperger-Richtung. Und da ist alles intensiver. Also das, was für euch ein bisschen noch angenehm ist, ist bei mir viel zu laut. Deshalb, ja, muss ich da mir immer natürlich auch ein bisschen mehr Sorgen machen, also ein bisschen bessere Anpassung und so. Ist er rot? Was ist rot? Giftschaden, Lebenskraftschaden. Das Wort rot kenne ich jetzt gar nicht so. Heißt wahrscheinlich irgendwas mit, nicht rot, oder Bluten, oder, nein, das ist Lebenskraft und was war's? Giftschaden. Ist der irgendwas wie Verletzung oder so heißt. Na, schaue ich nachher. Geht relativ gut, er macht wenig Schaden noch. Aber dafür ja, muss ich jetzt nicht immer Heiltränke trinken oder so. Also defensiv wird er auf jeden Fall als die Beschwörer. Ich werde vielleicht noch mit anderen Dingen spielen. Also mit Summoners gleichzeitig. Weil wir haben eigentlich genug Punkte dann zur Verfügung. Weil die sind schon mächtig. Aber wenn man sie nicht skillt, haben sie einfach zu wenig Leben und sterben immer sofort. Und dann haben wir halt eine Dauer. Okay, Muskelkraft. Geschicklichkeit, wir haben gerade kein Level. Ein menschliches Skill, Attributpunkte. So, sorry, ich habe gerade ein bisschen Aufstoß. Saurer Aufstoß. Deshalb habe ich heute auch nicht so noch ein Video am Morgen gemacht und hochgeladen. Ich war einfach zu schläfrig, zu krank wegen dem Wetter. Ich bin halt viel draußen und mache Sport, Fußball und Joggen und Kampfsport. Und deshalb, ja, habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen eine Erkältung. Aber sie ist immer noch, gehen halt nicht immer so schnell weg, wie man es gerne hätte. Jo, und ich bin ja jetzt häufiger wieder am Streamen oder möchte eben. Also werde jetzt bald starten auf twitch.tv/dragobasel. Könnt ihr mich zuschauen, also Informationen bekommt ihr über Discord oder über Twitter. Und wenn ihr Fragen habt zu Mods, Empfehlungen oder so haben wollt, ich kenne mich relativ gut aus mit Titan Quest Mods. Ich habe vor ungefähr ein oder zwei Jahren eine andere gute Mod Let's Played. Also begonnen, weil es einfach zu schwer war, kam ich nicht so schnell vorwärts. Der irgendwie etwas mit Minion hieß. Ich weiß es nicht mehr genau, ich schaue dann mal noch nach.
Der einfach alles mit Minions, also jede Klasse hatte Minions, die auch recht stark waren. Der hatte richtig viel Spaß gemacht, wurde aber von Steam weggenommen. Keine Ahnung. Einfach Inaktivität wahrscheinlich, wurde weggelöscht oder so. Vielleicht hat er ihn selber gelöscht, der Entwickler. Weil er hatte sehr viele Patches rausgebracht, er hat den Mod eigentlich relativ schnell entwickelt, oder? Aber ist dann einfach verschwunden. Hat einfach aufgehört. Das ist natürlich nicht so toll. Für mich als Modsuchtig. So. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Oder brauchen wir jetzt gerade irgendwas Wichtiges? Gesamtgeschwindigkeit. Machen wir das mal rein. Ah, wir haben 5 Fähigkeitenpunkte. 2 und 4 hier. Ja. Und dann können wir ja noch. Das ist eigentlich cool, aber das ist ein Magieangriff. Man sieht leider nicht, ob es Magie ist oder Angriff. Das ist ein Buff. Ah, das ist ein passiven Buff, okay. Und hier drüben ist auch noch ein Ding. Also dann schauen wir, dass wir hier hin kommen, so schnell wie möglich. Und danach mit Stein weitermachen, mit Geologie. So, Geschicklichkeit. Brauchen wir eigentlich nicht. Also haben wir schon da drüben. Wir nehmen aber den. Weil Energie ist ja nicht notwendig, wenn wir keine Energiekosten haben. Deshalb, ja, machen wir das am besten hier rein. Energietrank, so. So, was gibt's noch so ein bisschen zu erzählen über das Spiel? Also das ist ja relativ taktisch, das Spiel. Also es ist nicht so wie Diablo 2, extrem Action. Sondern manche Gegner haben richtig gute Resistenzen. Da müsst ihr schauen, dass ihr da noch ein paar mehr Schadensarten macht. Also eben bei Stein ist, was ist bei Stein? Nicht Durchschlag, oder? Keine Ahnung, was bei Stein noch ist, aber hier ist ja noch Elektrobrandschaden, glaube ich, nicht nur Frost und Frostbrandschaden und Eisschaden und Eisbrandschaden. Der macht Schaden. Kältevergeltung, genau ist das. Also die Vergeltung ist die Reflexion. Also wenn der Gegner angreift, bekommt er ein bisschen Schaden über, je nachdem wie viel Schaden er an mir macht. Und das ist natürlich toll, wenn die Gegner sich selber töten. Könnten wir ja auch machen, ein bisschen Vergeltungstyp. Ja, das wäre eigentlich auch noch gut für Boss oder so, wenn sie viel mehr Schaden machen, bekommt sie auch viel mehr Schaden. So, da haben wir den ersten und den zweiten. Oh, ich muss die Leiter trinken, sonst wäre ich abgenippelt. Die Gegner machen halt auch ein bisschen mehr Schaden. Also, eine gute Rüstung für uns. Ja, aber ab in Beachtung. Ja. Noch mehr Stärke. Ja. Der Weg ist frei? Hier drüben ist ein Friedhof, da gibt's ja nicht so tolle Gegner. Vor allem für einen Nahkämpfer momentan noch nicht so tolle Gegner, weil es Magier und Skelette sind. Also es ist Magier-Skelette und Bogenschütze-Skelette, ne? Ich tue jetzt auch nicht immer alles warm. Das mache ich lieber dann nicht im Video. Schauen wir noch kurz wegen der Dauer. Okay. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Es ist leider schon 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Interesse habt, zeigt es doch gerne mit einem Kommentar am besten. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch mehr machen, gell? Ich rede nicht gerne über die. Tschüss!